So, dann geht's hier mal flott weiter in Runde 2 von 5 Freunde auf Entführerjagd. Wir haben nun alle unsere Sachen gepackt und können hier hoffentlich verschwinden. Da, ich will weg hier. Altes Kaff. Hey, Schlafmütze, hast du den Weg vergessen? Ja, natürlich. Ich war hier noch gar nie. Wie soll ich denn den Weg vergessen, wenn ich noch nie hier war? So, dann gehen wir halt links aus dem Bild. Tschüss, Freunde. Das ist ja viel besser, als ich gedacht habe. Kennt ihr das auch? Sobald man auf Reisen geht, kriegt man tierischen Hunger. Du findest immer einen Grund zu essen, Dick. Allerdings, mach lieber mal die Zelte fertig. Die sehen noch nicht so wahnsinnig stabil aus. Eine Frage, warum muss eigentlich ich hier alles machen und nicht hier, Mann? Gibt's doch nicht. Ich hab Hunger. So, dann würde ich sagen, benutzen wir doch mal die Heringe. Lieber nicht, sonst meint Dick, er könnte eine Pause einlegen. Ach, jetzt spielen wir George, ja okay. Oder Georgina, wie auch immer. Benutzen wir mal die Heringe hier. Reichen die? Hier, Heringe benutzen, los. Ach, jetzt macht es trotzdem mehr. Na, dann hau mal rein. So, fertig. Gibt's jetzt was zu essen? Nein, Vielfraß. Ich war noch nicht... Seht mal, da kommt jemand. Der sieht aber unheimlich aus. Böser Mann. Tag zusammen. Wer ist denn hier der Älteste von euch? Jo, jetzt endlich mal hier Dialoge führen. Wer will das wissen? Ich natürlich. Wer denn sonst? Ich bin zwar nicht die Älteste, aber ich wohne drüben im Felsenhaus. Ja, fragen wir doch mal, wer das wissen will. Wer will das wissen? Nur nicht frech werden, Kleine. Jo, dann natürlich ich. Wer denn auch sonst? Ich. Ich glaube, du bist allerhöchstens die Vorlauteste. Ich bin zwar nicht die Älteste, aber ich wohne drüben im Felsenhaus. Dann müsstest du doch eigentlich wissen, dass das hier Privateigentum ist. Ihr könnt ja nicht so einfach zelten. Was? Jetzt mal ganz langsam. Wer sind Sie denn eigentlich? Ich glaube kaum, dass ich euch Bengeln darüber Rechenschaft ablegen muss. Habt ihr einen Berechtigungsnachweis, dass ihr hier zelten dürft? Berechtigung? Wovon reden Sie? Meine Cousine hier kommt aus dem Felsenhaus, gleich hinter dem Wald. Ist mir völlig egal, wo ihr her seid. Wenn ich mit meinem Rundgang fertig bin, komme ich nochmal vorbei. Entweder ihr seid bis dahin verschwunden, oder ihr zeigt mir einen Nachweis, dass ihr hier zelten dürft. Und was machen wir jetzt? Tante Fanny und Onkel Quentin sind doch bestimmt schon weg. Ja, wir könnten Mr. Boonsen fragen. Oder wir könnten Mrs. Miller, die Bäuerin, fragen. Wir könnten Alf fragen. Ja, Alf, der Alien. Der frisst gleich mal die Katze auf. Fragen wir doch Alf. Wir könnten Alf fragen. Ich weiß nicht. Wie soll der uns denn helfen? War nur so eine Idee. Jo, wie wär's mit Mr. Boonsen? Wir könnten Mr. Bonsen fragen. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Wir könnten Mrs. Miller, die Bäuerin, fragen. Keine schlechte Idee. Also, wer geht? Ich. Und Timmy braucht wohl auch noch ein bisschen Bewegung. Kommst du mit, Anne? Klar. Wenn wir zum Bauernhof kommen, fragen wir auch gleich nach dem Picknickkorb, von dem Mom vorhin in der Küche geredet hat. Gute Idee. Bringt mir eine extra große Portion mit. Inzwischen kümmern wir uns um das Feuer. Ja, und unsere Ferien sind jetzt einfach vorbei und das war das Spiel. Und du solltest nicht so viel fressen. Du weißt ja nicht umsonst, Dick. Da komm mal mit, Anne und Timmy. Timmy der Hund. So, können wir denn jetzt rechts aus dem Bild laufen? Mal hier ein bisschen Gas geben. Kannst du rennen? Nö, kannst du anscheinend nicht.
wir haben ja Zeit, alles gemütlich hier. Ja, das scheint doch Mr. Bonson zu sein. Hier, Leuchtturm, wunderschön. Sonst noch was hier? Nö, gar nichts. Genial hier, das, der Baum. Sieht eher aus, als hätte jemand auf dem Bildschirm gekotzt. Hallo, George. Was führt euch zu mir? Tag, Mr. Bonson. Wir brauchen jemanden, der uns eine Erlaubnis ausstellt, auf der Wiese neben dem alten Pub zu zelten. Ja, ich würde euch ja gern helfen, aber das Grundstück gehört nicht mir. Wissen Sie denn vielleicht, wem es gehört? Oder wen wir fragen können? Versucht's doch mal bei der Bäuerin, Mrs. Miller. Die weiß bestimmt einen Rat. Alles klar. Vielen Dank, Mr. Bonson. Gern geschehen, Kinder. Und viel Spaß beim Zelten. Mein Zelten? Ja, vielen Dank. Das werden wir schon haben. Oh. Vielleicht können wir sein Haus ausräumen. Da ist auch niemand drin, der euch eine Bescheinigung geben kann. Der euch eine Bescheinigung geben kann. Ja, schade. Dann verzupfen wir uns mal hier wieder. Verzupfen? Hier. So, wo kommen wir denn zu Mrs. Miller? Ja, jetzt beeilt euch mal. Das gibt's doch nicht hier. Hier vielleicht? Felsenhaus. Dann vielleicht nach unten? Nee, komm. Nein, müsst ihr denn immer in die Mitte laufen. So, nochmal hier. Komm, beeil dich. Mann, ich kann nicht rennen. Tut mir leid, dauert ein bisschen. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit einen Tee schlürfen. Vielleicht sollten wir erstmal Dick und Julian Bescheid sagen. Sonst machen die sich womöglich noch Sorgen. Das glaube ich zwar nicht, aber meinetwegen. Na gut, dann halt wieder zurück. Eine elende Herumlauferei ist das hier. Die haben ganz schön Ausdauer da oben. Die fliegen auch immer im Kreis hier. Mal sehen, wer als erstes abstürzt. Kann sich nur noch um Minuten handeln. George, hol mal deine alte Jagdflinte raus. Oder Quentin hat doch sicher eine im Schuppen. Hey, klasse! Das ging aber schnell. Tja, leider waren wir bei Mr. Bonson an der falschen Adresse. Wie? Und ihr kommt zurück, um uns das zu sagen? Anne meinte, ich dachte, wir gucken mal, wie weit ihr mit dem Feuer seid. Aber ihr habt ja noch nicht mal angefangen, ihr Faulenzer. Bloß kein Stress hier. Wir gehen dann mal weiter. Aber bitte bringt diesmal was zu essen mit, ja? Natürlich. Ach, hier können wir auch lang. Weide, ja, das klingt doch gut. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Jeden Tag die gleiche Drecksarbeit. Soll sie sich doch einen Stallknecht holen? Oder dieser verwöhnte reiche Bengel? Soll der doch mal was arbeiten? Hallo. Gehören Sie zum Bauernhof? Wissen Sie, ob Mrs. Miller da ist? Sie haben da was im Gesicht. Sie haben da was im Gesicht? Ach, nichts. Vergessen Sie es. Gehören Sie zum Bauernhof? Gehören Sie zum Bauernhof? Was denn sonst? Oder sehe ich etwa so aus, als ob ich hier spazieren gehen würde? Wissen Sie, ob Mrs. Miller da ist? Lasst mich bloß in Ruhe mit der! Ein netter Mann. Komm, George, wir gehen besser. War nett, mit Ihnen zu plaudern, Sir. Aber wir müssen weiter. Tschüss. Au. Schöne Wolken. Ja. Scheint nichts mehr zu sein. Dann gehen wir mal weiter. Bauernhof. Ja, das ist genau den Ort, den wir gesucht haben. Los, los, los. Los, 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 los. Sind wir hier richtig?
Ich glaube schon. Vielleicht sollten wir einfach mal klingeln. Das ist eine gute Idee. Klingeln wir doch einfach mal. Hallo, jemand zu Hause? Mrs. Miller scheint uns nicht zu hören. Ja, super. Klopfen. Hallo? Klopfen können wir nicht. Hier, Wasserhahn aufdrehen. Ja, einfach mal sinnlos Wasser verschwenden. Was du nicht sagst, ja, funktioniert. Das ist klasse. Hier haben wir eine Flasche. Na also. Was? Ach, den Korken haben wir mitgenommen. Okay. Hm, sonst noch was? Hier haben wir einen Eimer. Kaputter Eimer. Ja, sie ist total im Eimer, dieser Eimer. Hier sind alle Eimer im Arsch. Ein Schlauch vielleicht? Wer weiß, wozu ich den mal brauchen kann. Ist ja nicht so, als wäre das hier ein Bauernhof, ein Fremder. Nein, das gehört alles uns. Das dürfen wir alles mitnehmen. Liebe Kinder, seid ihr auf einem Bauernhof. Guckt euch um, steckt alles ein, was ihr findet. Das ist auf jeden Fall ein pädagogisch wertvolles Spiel hier. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Ich habe auch schon eigentlich die... Eigentlich möchte ich erstmal mit Mrs. Miller. Ja, wie denn? Was haben wir eigentlich da so im Inventar? Hier können wir Batterie... Taschenlampe, ja, schön. Ja, vielleicht mit dem Hammer an die Tür klopfen. Scheint nicht zu funktionieren, schade. Können wir denn den Schlauch hier anbringen? Das macht keinen Sinn. Nein. Schlauche... an einen Wasserhahn befestigen, damit man Wasser benutzen kann, das macht keinen Sinn. Hat noch nie Sinn gemacht. Warum haben wir denn die Heringe noch? Oh, ich habe eine Idee. Da wird sie bestimmt aufmerksam. Nee, geht nicht. Schade. Ach, hier. Fenster. Komm schon. Auch nicht. Tür auch nicht. Dann einfach nochmal klingeln. Hilft sicher. Nichts zu machen. Komm jetzt raus, du alte Funzel. Was dann? Timmy, kannst du vielleicht helfen? Nee, anscheinend nicht. Wir haben aber auch nichts im Inventar sonst. Können wir jetzt verschwinden? Verschwinden. Eigentlich möchte ich erstmal mit Mrs. Ah, halt doch die Klappe. Dann gehen wir halt mit einem Stein die Scheibe einwerfen. Na, das ist mal eine gute Idee. Lieber nicht, George. Womöglich geht die Scheibe. Ja, das ist auch der Sinn. Stell dir vor. Dann halt nicht. Hallo, ihr da. Ihr habt aber einen süßen Hund. Hallo, wer bist du denn? Ich heiße Eddie. Wohnst du hier? Weißt du, ob Mrs. Miller da ist? Wie alt bist du? Ja, komm, wie alt bist du? Dann können wir nämlich gleich hier eine Romanze anfangen. Wie alt bist du? Ich bin schon 10. Ja, nee, viel zu jung für mich. Ja, kannst gleich wieder abschieben. Wohnst du hier? Nein, ich bin hier nur in den Ferien. Weißt du, ob Mrs. Miller da ist? Sie ist da, aber sie hört so laut Radio, dass sie die Klingel nicht hört. Haben wir auch schon gemerkt. Kannst du uns irgendwie reinlassen? Nein, ich habe keinen Schlüssel. Wir müssen wirklich dringend zu Mrs. Miller. Kennst du den Mann auf der Weide? Das muss Gregory sein. Aber den könnt ihr vergessen. Der wird euch nicht helfen. Wieso? Ach, ich kann ihn nicht besonders gut leiden. Er ist irgendwie komisch. Naja, besonders sympathisch fand ich ihn auch nicht. Irgendwie müssen wir es doch schaffen, dass Mrs. Miller uns hört. Lass mal überlegen. Wenn wir warten, bis die Musik leiser wird, könnten wir klingeln und dann wird sie uns hören. Gute Idee, gute Idee. Und wie willst du das wissen? Wir können doch nicht hell sehen. Wir brauchen ein Radio. Wir müssen das Radio auf denselben Sender einstellen wie Mrs. Miller. Dann wissen wir, wann die Musik leiser wird. Hast du vielleicht ein Radio? Klar habe ich ein Radio. Aber leider nicht hier.
Ich bin ja nur in den Ferien hier. Gott, du bist aber auch zu nichts zu gebrauchen. Schieb ab. So, wir müssen ein Radio auftreiben. Dann machen wir das doch glatt mal. Dass man hier nicht anzeigen kann. Ah, zum einäugigen Piraten. Das wird wahrscheinlich die Bucht sein. Die Bucht. Was rede ich denn da? Halt das Häusle. Besser noch nicht, George. Wenn wir nochmal ohne was zu essen zurückkommen, kriegt Dick bestimmt einen Tobsuchtsanfall. Das wollen wir natürlich nicht. Dann gehen wir halt wieder zurück. Der wird uns ja wahrscheinlich nicht helfen. Der olle Typ hier. Mit seiner Latzhose. So, hier können wir auch noch irgendwo hin. Leuchtturm, ach so. Ach, vielleicht hat ja der Typ ein Radio. Dass wir uns borgen können im Sinne von klauen. Hallo, Mr. Bonsen. Hallo, Kinder. Was führt euch zu mir? Wir brauchen ein Radio. Haben Sie eins, das Sie uns leihen könnten? Ich glaube, ja. Da könnte noch so ein altes Ding im Gästezimmer rumstehen. Geht ruhig rein. Die Tür ist offen. Hehehe, jetzt hauen wir den Kerl aus. Danke. Hättest du uns besser mal nicht vertraut. So, mal gucken, was können wir hier einstecken? Einen uralten Computer. Nein, können wir nicht. Papierkorb können wir auch nicht mitnehmen. Hat der nur ein Zimmer? Was machst du da eigentlich, George? Ja, das sieht irgendwie komisch aus. Hör auf damit! Ich glaube, ich speichere mal kurz. Nein, speichern! Hier, speichern. Gott, jedes Mal neu eingeben. Toll. Ups. So. Und gespeichert. Das sieht mir nach einem mittelalterlichen Radio aus. Guck mal hier, das könnte Mr. Bonsen gemeint haben. So. Funktioniert es denn? Es scheinen keine Batterien drin zu sein. Aber wir nehmen es jetzt trotzdem einfach mal mit. Batterien? Ja, wir haben doch Batterien. Können wir die aus der Taschenlampe hier rein? Lieber nicht. Nein, natürlich nicht. Können wir denn die nicht mehr herausnehmen? Jetzt. Super. Dann gleich mal rein mit denen. So. Funktionierendes Radio. Schön hier ein Flaschenschiff. Schrank. Was haben wir denn da Hübsches drin? Schuhe. Ein Mantel. Bücher. Alles verbrennen. Hier ist auch nichts, hier ist auch nichts. Timmy, scheiß doch noch auf den Teppich hier. Er hat wohl auch keine Lust. Die sind alle zu gutmütig. Da merkt man schon. Ach so. Ich dachte schon, das wäre jetzt ein irre langer Ladebildschirm. Ach, Mr. Bonsen ist weg. Das hier ist das eine. Riesige Handpflanze oder was los hier? Ins Felsenhaus. Ich habe da nämlich noch irgendeine Idee. Kommt zurück ins Felsenhaus kurz. Ups, das wäre gegen rechts gewesen. Ja, ist ja auch egal. Kann ich mir ja noch merken. So. Dann hier. Nochmal. Speichern. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder von 5 Freunde auf Entführerjagd. Eines der besten Spiele der Welt. Also ich meine, diese 2 Folgen waren doch der absolute Hammer.
Bis dann, Freunde. Habt noch einen schönen Tag.